die Bitte an Herrn Kollegen Kruse, für die CDU dann als nächster Redner zu uns zu kommen. Jetzt aber hat das Wort Herr Kollege Abel. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe eben in der Debatte manchmal gedacht, boah, wärst du jetzt endlich dran? Jetzt ist es genau umgekehrt, weil ich einige Äußerungen habe, die den Kollegen Kruse betreffen. Bei der CDU sind ja immerhin drei Abgeordnete anwesend. Vielleicht können Sie das vermitteln. Wir haben im Ausschuss und in den Diskussionen, die wir haben, um den Nachtragshaushalt immer wieder erlebt, dass Sie sich hier aufspielen und sagen, das, was ihr jetzt nachvollzieht, das haben wir euch ja schon immer gesagt. Und im Übrigen waren wir es doch, die für Polizei und Justiz immer mehr Stellen gefordert haben. Und diesem Eindruck muss man nicht nur entschieden entgegenwirken, er ist schlicht falsch. Und an die Adresse des Kollegen Kruse, der vielleicht gleich da ist, er sollte aufpassen, dass er diese Aussagen, wenn er sie denn gleich tätigt, dann nicht hinterher genauso korrigieren muss, wie das, was er zur Silvesternacht auf seiner Webseite veröffentlicht hat. Das musste er ja auch zurücknehmen. Es ist schlicht falsch. Sie haben in den Haushaltsberatungen der letzten Jahre hier immer wieder eine Schlangenlinie gefahren. Mal hat Herr Laschet davon geredet, dass wir wie im Saarland 10% bei der Landesverwaltung, bei den Landesbediensteten anspannen können. Also hat man eben 40.000 Stellen aufs Tableau gehoben, dass wir einfach mal eine pauschale Kürzung machen wie im Saarland. Aber das Ganze ohne Justiz, ohne Polizei, ohne den Bereich Schule. Dass das mathematisch gar nicht aufgeht, das scheint Ihnen bis heute egal zu sein. Aber eins lassen wir Ihnen an dieser Stelle nicht durchgehen, meine Damen und Herren, dass Sie in der Öffentlichkeit und dass Sie hier im Hohen Hause behaupten, wir waren immer dafür, mehr Personal, mehr Stellen zu schaffen. Das ist schlicht falsch, falsch, ausweislich aller Protokolle und ausweislich der Berichterstattung, meine Damen und Herren. Wir haben im Januar-Plenum reagiert und einen 15-Punkte-Plan verabschiedet, der nun mit diesem Nachtrag fiskalisch hinterlegt wird. 6 Wochen nach Einbringung und detaillierter Arbeit haben wir vorgeschlagen, 800 zusätzliche Stellen und Sachmittel zu investieren. Und von allen Investitionen möchte ich als erstes die Stellen, die für den Schutz und die Unterstützung der Opfer der Silvesternacht da sind, nennen. Diese Maßnahmen werden wir jetzt weiter verstärken. Für die Opfer der Übergriffe in Köln wurde eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, damit sie dort die dringend notwendige Betreuung und Beratung erhalten. Uns geht es darum, diesen Opfern dann auch bestmöglich zu helfen. Opferschutz stärken, das Netz an Beratung ausbauen, das tun wir nicht erst seit Silvester, aber nun auch noch mal mit zusätzlichem Geld. Meine Damen und Herren, die Täter der Silvesternacht sollen schnell ermittelt und schnell bestraft werden. Die Strafe muss der Tat auf dem Fuße folgen. Und deswegen haben wir eine personelle Verstärkung innerhalb der Staatsanwaltschaften vorgesehen. 200 zusätzliche Stellen, Staatsanwältinnen und Richter. Das ist ein Kraftakt für den Haushalt. Aber es ist so, wie der Richterbund das auch in einer eindrucksvollen Pressemitteilung gesagt hat, vor allen Dingen ein starkes Signal für den Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Wir werden die Präsenz der Polizei auf der Straße verstärken. Dafür wollen wir möglichst schnell 500 Polizistinnen zusätzlich an den Kriminalitätsbrennpunkten einsetzen. Wir haben, meine Damen und Herren, ich hatte es ja eben erwähnt, Herr Kruse ist jetzt auch schon anwesend, Mahlzeit, wir haben in den letzten Jahren hier in diesem Bereich massiv investiert. Wir haben, wenn man noch mal Ihre Zahlen, die Sie uns hinterlassen haben, in Erinnerung ruft, wir haben jetzt die höchste Zahl von Polizeianwärterinnen, die in der Geschichte des Landes jemals eingestellt wurden. Vielen Dank, Herr Kollege Lürbke, dass Sie hier gewissermaßen edel soufflieren. Sie haben mich danach gefragt, wie denn die Pensionierung sei. In der Tat ist es so, und das sagt selbst die Polizeigewerkschaft, dass Nordrhein-Westfalen das einzige Bundesland ist, was seit 2011 mehr Beamtinnen und Beamte eingestellt hat, als in Pension gegangen sind. Und das war jetzt nicht nur ein Eigentor, die Frage, das war dann direkt 15:1, weil alle anderen 15 Länder haben das nicht gemacht. Und es ist sogar ein 16:1, weil der Bund hat es bei der Bundespolizei auch nicht gemacht, auch nicht unter ihrer Regierungsbeteiligung, meine Damen und Herren. Für uns bleibt es zum Schluss ein zentraler Punkt, die Integration zu stärken. Als erstes und bisher einziges Bundesland investieren wir erhebliche Mittel, 3.600 zusätzliche Plätze in Basissprachkursen.
Die von uns in den letzten Jahren aufgebauten und gestärkten kommunalen Integrationszentren werden die Aufgabe der Wertevermittlung wahrnehmen und koordinieren. Auch funktionierender gesellschaftlicher Zusammenhalt ist Prävention und gehört zu einem starken Rechtsstaat. Die Bestrafung der Täter, mehr Polizei auf der Straße, aber auch Prävention und Wertevermittlung, daraus wird eine Melodie. Das legen wir mit diesem Nachtragshaushalt vor. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.